St. Johann zu Asten ist mit 750 Jahren einer der ältesten Dorfkirchen auf dem Gebiet der Freien Hansestadt Bremen. Nur wenige schöne alte Bauernhäuser erinnern an die dörfliche Vergangenheit des Ortes. Heute arbeiten die meisten Einwohner der 6000 Seelen umfassenden Gemeinde in den Hafenbetrieben, den Industriewerken und dem Straßenbau Bremens. Aber sie leben nicht in der Großstadt, sondern in hunderten von kleinen Siedlungshäusern rings um St. Johann. Die Kirche liegt inmitten des alten Dorffriedhofs mit seinen schönen Grabsteinen. Hier treffen sich sonntäglich, nachdenklich die Kirchgänger mit den Gedenktafeln für ihre Vorfahren. Hier feiern wir heute die Christvesper. Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde, und des Friedens kein Ende. Die Welt vom Tode reißt, ein
Dies ist die Geschichte von der Geburt unseres Herrn Jesus Christus, wie sie uns der Evangelist Lukas aufgezeichnet hat. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Thank you.
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Amen. Liebe Weihnachtsgemeinde, heute Abend möchten viele von uns Kinder sein. Heute Abend beneiden wir die, die noch klein sind, die sich noch wie Kinder freuen können. Je älter der Mensch wird, umso geringer wird bei ihm die Kraft, sich zu freuen. Das ist bei der Weihnachtsfreude ebenso. Und darum ist sie bei den Alten oft nur noch eine Erinnerung, ein sich zurückbesinnen auf das, was einmal war, als man selbst Kind gewesen ist. Kinder können sich freuen. Heute freuen sie sich über ihre Geschenke, das ist recht so. Es wäre bitter für die Eltern, wenn sie sich nicht freuen. Nun aber liegen ihre Gaben unter dem Weihnachtsbaum und das macht sie so kostbar. Worüber aber freuen sich die Älteren? Sie haben ihre Erfahrungen gemacht. Sie wissen, dass auch die kostbarste Gabe nicht ihre Erfahrungen zudecken kann, die Enttäuschungen, die sich mit Weihnachtsfeiern für sie verbinden. Sie wissen, dass zu dem rechten Weihnachten mehr gehört als gutes Essen und Trinken, als Geld und einen Tannenbaum. Was aber ist es, was Weihnachten erst zu Weihnachten macht? Das ist es, dass unsere Sehnsucht erfüllt wird. Jeder trägt von Kind an eine große Erwartung in sich herum. Sie wird mit uns alt. Sie darf nicht sterben. Sie kann sich kleiden in das Gewand der Hoffnung, dass sich die Sehnsucht in der Liebe erfüllt. Und es ist kein Zufall, dass zu Weihnachten so viele Verlobungsanzeigen in den Zeitungen stehen. Da glauben junge Menschen an die Erfüllung ihrer Sehnsucht in der Liebe zueinander. Und die gleiche Sehnsucht treibt in diesen Tagen einen Strom von Menschen in die Eisenbahnzüge, auf die Autobahnen. Eltern wollen zu ihren Kindern und Kinder wollen zu ihren Eltern. Diese Sehnsucht, die in diesen Tagen so stark in unseren Herzen hervorbricht, sie ist nicht gewollt. Sie ist nicht anerzogen oder künstlich gemacht. Gott selber hat sie uns ins Herz gelegt. Sie soll uns nicht verlassen. Gewiss, sie kann mit dem Alter in Wehmut und Bitterkeit umschlagen. Sie kann sich sogar in Hass und Menschenverachtung verwandeln. Sie kann quälend werden. Sie kann uns lästig fallen, uns nicht zur Ruhe kommen lassen. Sie wird bei vielen vielleicht niemals gestillt. Ihre Erfüllung hat auch nichts mit dem Besitz zu tun. Man kann arm sein, bettelarm wie eine Kirchenmaus, und doch ist die Sehnsucht erfüllt. Ist das Herz zum Frieden gekommen? Ist die Freude aufgewacht? Man kann reich sein und sich alle materiellen Wünsche erfüllen. Und doch bleibt dieser letzte Wunsch offen. Es scheint, als wenn diese Sehnsucht immer schwerer wird, je älter der Mensch ist. Aber als wenn die Kinder der Erfüllung besonders nahe wären. Es ist manchmal so, als klänge in den Jubelruf der Kinder etwas hinein von dem Jubel der Hirten auf dem Hirtenfelde bei Bethlehem. Diesen Hirten ist ihre Sehnsucht in Erfüllung gegangen. Diese Sehnsucht treibt sie zu dem Kinde der Maria. Sie haben die Botschaft der Engel gehört. Sie glauben sie. Sie machen sich auf den Weg. Sie lassen ihre Arbeit zurück, ihre Sorgen, ihr ganzes altes Leben. Sie gehen hin
Und was finden sie? Sie finden ein Kind, ein neugeborenes Kind. Von reisenden Leuten war es umgeben und eine Frau auf der Reise hat es zur Welt gebracht. Sind sie enttäuscht? Sie sind an ihre Arbeit zurückgekehrt. Waren sie noch dieselben? Wie wäre es uns ergangen? Wer hätte von uns gesagt, nur ein Kind? Nur ein Kind in seinen Windeln? Es gäbe vielleicht unter uns Frauen, die von der Armut des Kindes erschüttert wären. Und es gibt gewiss unter uns Kinder, die von ihren Schätzen für dies Kind abgegeben hätten. Eins aber ist gewiss. Keiner hätte sich gefürchtet. Vor einem Kind braucht man keine Angst zu haben. Gott kam auf die Erde und sein Kommen hat keinen Anlass zur Furcht gegeben. Gott will die Angst nicht. Er will, dass wir Zutrauen haben. So kam er als Kind. Kein Himmelsschiff hat ihn gebracht. Er kam, wie alle Menschen nach seinem Willen auf diese Erde kommen sollen. Die Geburt ist die Türe ins Leben. Durch diese Türe sind wir alle eingetreten. Durch die gleiche Türe kam auch Gott. So tief beugte er sich zur Erde. Und das Tor, das aus dieser Welt wieder herausführt, ist der Tod, ist das Sterben. Auch durch diese dunkle Türe ist Gott gegangen. Christus starb am Kreuz. Ist mit diesem Kinde nun die Stimme der Sehnsucht zum Schweigen gebracht? Haben wir Frieden und Leben und Freude? Kam mit ihm das Ende der Angst? Die Hirten sagen auf diese Frage ja. Ihr Volk hat später nein und ja gesagt. Die Meinung war geteilt. Und die nein gesagt haben, haben die Übermacht gehabt. Aber sie sind mit ihrem Nein nur scheinbar Sieger geblieben. Ihr Nein hat dieses Kind 30 Jahre später mit einer Dornenkrone ans Kreuz gehängt. Und doch ist dieses Kind stärker gewesen. Der Getötete ist nicht stumm geblieben. Er hat die Barriere durchbrochen, die diese Welt von Gott trennt. Wenn wir heute Weihnachten feiern, wollen wir das nicht vergessen. Dies Kind ist stärker als der Tod. An ihm zeigt es sich, dass die Liebe mächtiger ist als der Hass. Wir fragen nach Beweisen dieser Kraft heute. Nun gut, nehmt diesen Tag als Zeichen. Es sind 2000 Jahre vergangen, seit jenem ersten Weihnachten, eine lange, lange Zeit. Und noch immer zwingt uns dies Kind in seinen Bann, zwingt uns, einander aufzusuchen. Sein Geburtstag setzt mehr Kräfte in Bewegung als irgendein anderer Tag im Jahr. Fragt euch selbst, hat dies Kind nicht auch uns bezwungen? Hat es nicht auch uns in Bewegung gesetzt? Die Sehnsucht ist stark. Unser Herz spürt, Weihnachten ist Gott in der Nähe. Er hat uns nicht aufgegeben. Amen.
Gelobt seist du, Vater der Barmherzigkeit. Du hast deine Verheißungen erfüllt und deine Liebe offenbart. Du lässt die Welt nicht versinken in der Finsternis des Irrtums und im Verderben der Sünde. Darum nimmt deine Liebe unsere Gestalt an, damit du, ewiger Gott, uns nicht mehr ferne und fremd seist. Wir preisen dich, Herr, und beten dich an. Wir bitten dich, verleihe uns, dass das Licht dieser heiligen Nacht in unseren Herzen aufstrahle und sie mit Freuden erfülle. Präge das Bild deines Sohnes in unsere Herzen und Sinne. Wandle uns durch deine Liebesmacht. Ja, du wollest uns, Herr, diese Welt neu schaffen durch deine Liebe. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hebe sein Angesicht über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen.